Ich befinde mich hier in Villiers, in Val de Rue, im Kanton Neuenburg. Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Schon kurz nach dem Start geht es bergauf. Ich habe auf meiner heutigen Wanderung drei Schlösser, wo ich vorbeikomme, und auch durch eine Schlucht wird es gehen. Ich bin jetzt hier im Val de Rue und werde nach Neuenburg wandern. Da unten ist das Dorf Villeret, wo ich jetzt gestartet bin. Übrigens, früher kam noch eine Straßenbahn bis in dieses Dorf. Ist jetzt aber alles eingestellt worden. Ein riesiges Waldgebiet. Und da oben, man sieht ihn leider nicht von hier, wäre der Chasseral. Ich bin ja da auch schon runter gewandert. Und hinter diesem Jurazug hier ist Neuenburg, der Neuenburger See. So, jetzt geht es hier noch weiter hoch. Wir da langsam auf das Tal runter. Das ist eine große Ebene. Jetzt macht dann der Wanderweg einen kleinen Bogen und dann werde ich alles diesem Jurahang entlang wandern. Schön, der Ausblick heute. Jetzt habe ich einen ganz schönen Waldweg im Schatten und übrigens auch den höchsten Punkt habe ich schon erreicht meiner heutigen Wanderung. Das heißt aber nicht, dass es nicht nochmal rauf geht. Ich habe noch ein paar heftige Aufstiege. Aber lasst einfach euch überraschen. So abgelegen und noch einen so großen Sportplatz. Das erstaunt mich. Das hätte ich jetzt da hier nie erwartet. Wobei, das stört es niemanden. Da habe ich eine Allee. Und dazu noch schöne Aussicht. In den Jura rein. Doch da ziemlich weit und der Weg ist schnurgerade. Ich vermute, dass da hier oben ist die Wüdesalp. Bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich kann es euch dann noch unten hinschreiben. Ich habe wieder mal einen Blick in die Ferne. Da hier oben ist alles flach, nicht nur im Tal unten.
die ersten Schafe heute, die ich sehe. Ja, aber das ist doch schön. Und jetzt den ersten Blick in die Ebene runter. Ist doch noch ziemlich dicht besiedelt, das Tal. Aber ich kann euch nicht auswendig sagen, wie diese Häuser, oder diese Dörfer besser gesagt, alle heißen da. Dort hinten, wo der ganz große Hof ist, dort bin ich auch schon runtergekommen vom Chasseral. Und da unten hat es noch Hirsche. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Wieder ein Blick zur Wüdesalp hoch. Da die ganze Jurakette. So schön. Es ist einfach schön da oben. Die Aussicht in das Tal runter. Und hier die Mutterkühe beim Weiden, so friedlich. Und der Jurazug dahinter. Und ganz ein toller Weg. In diese Richtung sieht man fast zum Chasseral. Dort ganz, ganz hinten wäre der. Und da die letzten Häuser im Tal unten. Dort bin ich gestartet. Ja, ich bin schon bald da vorne. Da unten ist auch noch eine kleine Kirche. So schön. Da hier rauf bin ich schon mal von Jahren gekommen, aber da erinnere ich mich nicht mehr so gut daran. Da kommt nämlich der Transwiss Trail durch. Der fängt im Jura oben an und hört im Tessin unten auf. Ich habe das mit einer sehr guten Kollegin gemacht. War auch ganz eine interessante Wanderung. Auch in Etappen. Jetzt gehe ich da ein Stück auf dem Transwiss Trail. Schaut euch mal diese schöne Kirche an. Sehr schön gelegen. Ist wirklich schön da oben. Jetzt gehe ich mal schauen, ob die offen hat. Auch fast so ein Waldfriedhof.
wirklich schön da oben. Das ist ganz ein schöner Platz da. Die Kirche. So, jetzt gehen wir da runter. Mal schauen, ob die Kirche offen ist. Aber wahrscheinlich nicht. Das ist eine alte, 1736 steht dran. Komm rein. Schön. Bin gespannt, wie es da drin aussieht. Ganz alt. Da hinten ist noch eine Tafel. Oh, das kann ich nicht erziffern, was da drauf steht. Und alles auf Französisch. Das ist das Schloss, das erste, das ich an meiner heutigen Wanderung antreffe. Leider privat. Ich darf also nicht rein. Große Häuser in diesem Dorf, zum Teil auch noch alte, wie hier. Und ja, es ist ein kleines Dorf, ist nicht so groß. Ja, da hier bin ich wieder auf einem schönen Naturweg. Ja, das vorige Schloss, das war nicht so spektakulär. Es ist auch ein jüngeres. Ich kann euch aber versprechen, das nächste Schloss, das wir sehen, ist dann viel, viel schöner. Und das letzte Schloss ist dann noch größer als das nächste, das wir sehen. Es ist ein nicht so schwerer Abstieg hier. Es ist wirklich noch schön, durch diesen Wald zu gehen. Dann kommt noch ein Bikefahrer hoch. Da drüben ist noch ein Bach. Nur der führt momentan kein Wasser. So, da vorne sieht man das Schloss, das ich jetzt dann auch besuchen werde. Und hier ganz ein harmlos scheinender Bach. Der kann aber ganz schlimme Überschwemmungen verursachen. Unter anderem auch hat er schon ein paar Mal in früheren Jahren Neuenburg verwüstet. So, jetzt geht's hier hoch. Dann noch schnell einen Abstecher. Jetzt stehe ich da vor der alten Kirche. Noch ein schöner Brunnen. Und hier schon die ersten Häuser. Und da vorne ein ganz altes.
So, jetzt gehe ich in das kleine Städtchen rein. Aber die wollen zwar nicht Stadt genannt werden. So schönes. Da vorne sieht man schon das Schloss. Da gehen wir jetzt mal hoch. Ganz ein schönes Städtchen ist das hier. Wenn man die Häuser anschaut hier. So schön, ne? Große Anlage. Geht da doch ziemlich steil hoch. Das ist der Ausblick vom Schloss oben. Schön, der Abstecher hier hoch hat sich jetzt wirklich gelohnt. So, das ist jetzt der oberste Teil vom Schloss. Schöner Vorplatz. Und da geht es jetzt dann durch diese Schlucht runter. Schön. Und da hinten noch der Jura. So, da kann man noch um das Schloss herum wandern. Ich mache das jetzt noch. Das ist eine schöne Anlage. Auch recht groß. Da geht auch noch ein Weg runter. Auf einen Picknickplatz da draußen. Habe ich noch da hier nach hinten, was da hingeht. Jetzt noch einen Garten.
Und das ist noch das Schloss nochmal von außen. Diese Anlage war wirklich gut gesichert. Die kann man so fast nicht einnehmen. Auch die Lage hier auf diesem Fels von oben ist sehr gut gemacht. Schade, dass das Schloss erst später öffnet. Ich habe einfach keine Zeit, so lange zu warten. Und muss noch der Bach sein. Und hier nochmal einen Blick auf das schöne Städtchen. So, jetzt habe ich dann da vorne den Rundgang beendet.